wenn ich jeden Morgen hier reinkomme, spüre ich erstmal das Gefühl, willkommen zu sein. Ja, also die Werkstatt begrüßt mich. Die Patienten, die hier warten, dass sie behandelt werden. Ich freue mich jeden Tag, hierher zu kommen. Ja. Johannes Schneider ist Buchbinder. Sein Handwerk eine Operation. Bei der Wahl seiner Patienten macht er keinen Unterschied. Er repariert alles, von der Bibel bis zum Comic. Jedes Buch hat die Berechtigung, wiederhergestellt zu werden. Der Wert eines Buches, der hängt immer davon ab, wie die persönliche Bindung zu diesem Buch ist. Neben der Werkstatt betreibt Johannes Schneider einen kleinen Verlag mit handgebundenen Geschichten und Gedichten. Wie man ein Buch bindet, das wurde in der SWR-Dokumentation Handwerkskunst Schritt für Schritt in 45 Minuten gezeigt. Seit die Reportage im Internet zu sehen ist, wurde der Film mehr als 310.000 Mal aufgerufen. Was mich gefreut hat, waren die Kommentare. Also ich finde das schon toll, wenn 450 Leute sich da hinsetzen und einen Kommentar schreiben. Und die Leute aus der Region, die strömen, das kann man schon sagen. Ja. Also die kommen und sagen, ich kenne sie aus dem Fernsehen. Ja. Und dann ist gleich ein guter Kontakt hergestellt. Viele wollen die Atmosphäre in seiner Werkstatt hautnah erleben oder sogar eine Ausbildung bei ihm machen. Aber die Buchbinderei ist kein Museumsbetrieb, auch wenn die Materialien teilweise über 100 Jahre alt sind. Die Uhren ticken anders bei Johannes Schneider. Zeit und Ruhe für seine Patienten zu haben, ist ihm wichtiger als Routine und Perfektion. Die Inhalte interessieren mich auch, ja, und das ist halt auch ein bisschen schwierig, nicht hier zu viel zu lesen, ja, weil das ist nicht das Geschäft des Buchbinders, ja. Aber man ist manchmal verführt und man muss das Buch dann auch mal weglegen, ja. Und das Faszinierende sind die Geschichten, die in den Büchern stehen, ja. Ein Buch zu binden braucht Erfahrung. Mit Anfang 20 hat Johannes Schneider mit der Ausbildung angefangen. Genau hier in der Buchbinderei Gärtner Fiederling in Mainz. Seit 5 Jahren leitet er nun den kleinen Betrieb. Knicken, leimen, falzen, immer ohne Lineal, fast wie von selbst. Wenn da nur nicht die Liebe zu seinen Patienten wäre. Wenn die Sache abgeschlossen ist, das ist eigentlich das Schwierigste, weil sie loslassen müssen. Ja, also wo viel Arbeit drin steckt, das Buch dann loszulassen, das ist das Schwierigste, bevor der Kunde kommt. Man verabschiedet sich regelrecht, ja, und nimmt es noch mal in die Hand, ganz liebevoll, und wünscht dem Buch alles Gute. Also, aber das ist der schwierigste Moment, das wieder herzugeben, ja. Den Kunden jetzt anzurufen und zu sagen, ihr Buch ist fertig. Da vergeht auch mal eine Woche oder zwei. Johannes Schneider aus Mainz. Seinen Beruf will er übrigens ausüben, bis er 90 ist.